110 Millionen Menschen in Amerika sind im Visier einer brutalen Polar Vortex Kältewelle. Das Ground Zero der Frostwelle ist im mittleren Westen. Dort wurden jetzt Mittwochmorgen im Ort Ponsford in Minnesota gefühlte Temperaturen, das sind Temperaturen, wenn man den Wind hinzurechnen, von fast minus 60 Grad gemessen. Wenig wärmer ist es in Metropolen wie Minneapolis oder Chicago. Dort fühlt es sich an wie minus 44 oder wie minus 42 Grad. Es ist einer der kältesten Tage, der in Chicago jemals gemessen wurde. Das Ganze führt natürlich zu lebensgefährlichen Bedingungen. Behörden warnen, dass es auf entblößter Haut zu Erfrierungen kommen könnte, binnen Minuten eine dramatische Situation. Sogar die Post, die sich normalerweise brüstet, bei jedem Wetter Pakete und Sendungen zuzustellen, ist zu Hause geblieben. In Minnesota sind Schulen und Universitäten geschlossen. Wegen der extremen Kälte kommt es auch zu einem Verkehrschaos. Wieder wurden 1700 Flüge am heutigen Mittwoch gestrichen, bereits 5000 Flüge insgesamt in dieser Woche. Die Kältewelle breitet sich jetzt aus. Sie zieht an die Ostküste. Hier in New York hat der Frost gerade begonnen. Hier werden für den Donnerstag Tiefstwerte von minus 15 Grad Lufttemperatur und Windchilltemperaturen von mehr als minus 25 Grad erwartet. Die US-Medien überschlagen sich natürlich mit Superlativen. Es wird angemerkt, dass es im Mittleren Westen kälter ist als in der Antarktis. Der Vergleich hinkt natürlich ein wenig, nachdem in der Antarktis gerade Sommer ist. Auch wurde geschrieben, dass es in Chicago kälter ist als am Basecamp des Mount Everest. Das sind hier Superlativen und Vergleiche, die US-Medien anstellen, um die Leute offensichtlich auch ein wenig bei Laune zu halten. Aber klar ist, es ist eine ernste Situation, die schlimmste Kältewelle seit mehr als 20 Jahren, die USA hier praktisch einfriert. Und es gibt mittlerweile Kältewarnungen in 32 US-Staaten, darunter sogar das Urlauberparadies Florida.